Das ist ja cool. Seva spielt hier wirklich Hufeisen werfen. Super lustig. Die braucht es scheinbar. Bedürfnis. Gemütlich, niedrige Erwartung. Vergnügen geht ganz gut hoch. Wunderbar. Die hat dann Heiden Spaß beim Hufeisen werfen. Hallo und herzlich willkommen zu RimWorld. Ich habe gedacht, ich hole euch mal wieder dazu. Hier steigt gleich eine große Party, wie es aussieht. Annemarie schmeißt eine Party. Ist nie verkehrt. Scheinbar hier direkt in der Küche. Hätte ich auch so gemacht. Und ja, es ist ziemlich viel passiert wieder. Ich habe hier ewig gebraucht, um die halbwegs gesund zu pflegen. Jetzt sind alle wieder gesund, außer Steva. Und zwar kurz bevor ich fertig war, hat sich Steva oder Seva heißt sie, na, Seva hat sich mit Helga geprügelt. Und dann war Helga auch erstmal wieder im Bett oder war es Annemarie? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann gleich wieder zwei Kranke und jetzt sind wir so weit, dass wir nur noch Seva im Bett liegen haben. Und der geht's aber super mies, die ist mega schlecht gelaunt hier. Abscheuliche Umgebung. Ja, hier ist es unglaublich dreckig drin. Fühlt sich entsetzlich, Pessimist. Okay, hat sich gerade gewechselt hier. Starker Vergnügungsmangel, krank, wurde beleidigt, beengte Umgebung, leichte Schmerzen, ausgefranste Kleidung. Also da passt überhaupt nichts im Moment. Ich habe mal die beiden Typen begraben, das habe ich jetzt gerade geschafft. Und wir haben eigentlich auch Kleidung irgendwo. Vielleicht freut sie sich ja, wenn wir ihr Drogen geben. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ihr Kleidung geben. Ich weiß nicht, wo die Kleidung hin ist. Hat sich die vielleicht irgendwer unter den Nagel gerissen? Oder sie wurden doch begraben, ohne dass die Kleidung vorher ausgezogen wurde. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe das jetzt gerade priorisiert, dass die begraben werden, weil ansonsten wahrscheinlich nie was passiert wäre. Und ich denke, wir müssen jetzt mal hier die Arbeit ein bisschen ändern. Am besten lassen wir hier irgendwen mal kurz reinigen. So, was war das hier eben? Party ist zu Ende. Okay. Und dann lassen wir hier Wolfgang vielleicht mal schnell reinigen. Das kann man dann wieder ändern. Aber es wird wirklich wichtig, dass hier irgendwer sauber macht. -4 ist schon heftig. Das ist richtig dreckig drin. Außerdem müssten wir endlich mal den Granit hier verlegen. Da haben wir das Problem, dass es, glaube ich, nicht so viel Granitwände gibt. Hier gibt es zwar überall so Granitbrocken. Immer mal wieder. Granitbrocken. Die kann man aber scheinbar nicht verwenden. Die müssen wir wohl erst irgendwie verarbeiten. Das ist auch Granit, das können wir auch nicht verwenden. Wir brauchen Granitwände. Wenn wir die abreißen, kriegen wir Granitbrocken. Und die können wir verwenden, um hier solche Fliesen zu legen. Ah, ich weiß nicht. Sollen wir uns dahin trauen? Wir trauen uns jetzt dahin. Ist einfach wichtig. Befehle abreißen. Wir reißen jetzt einfach die Wand hier ein. Und ich hoffe, dass da nichts Gefährliches drin ist. So. Machen wir das einfach mal. Dann sollten wir hier drin den Boden endlich mal liegen haben. Dann sieht es auch schon wieder schöner aus. Das ist auch wieder gut für die Seva hier. Die scheint auch ziemlich instabil zu sein. Die hat hier so schlechte Charakterwerte wie Pessimist. Stimmung -6, das ist schon ziemlich heftig. Und sie ist ein Raufbold. Das heißt, wir haben noch einen Nahkämpfer. Wir haben jetzt drei Nahkämpfer. Niemanden, der gescheit schießen kann. Die Helga schießt gar nicht schlecht auf Tiere. Im Kampf hat sie nichts getroffen. Also das ist ein echtes Problem. Nahkampf ist natürlich das Gefährlichste überhaupt. Wir brauchen dringend mal einen gescheiten Schützen. Wenig Medizin, ja. Medizin können wir auch nicht anbauen. Wir haben nämlich niemanden, der hier den notwendigen Skill hat, um diese Heilwurzeln zu pflanzen. Heilwurzeln. Fähigkeit 8 und ich glaube, Wolfgang hat 5, die anderen haben so gut wie nichts. Das ist also auch ein Problem. Können wir mal wieder die ganzen die Prioritäten festsetzen. Ich denke, das mache ich dann alleine. Sobald sie auf den Beinen ist, ist im Moment eh noch nicht wichtig. Solange sie nicht gesund ist. Was macht denn Helga? Jagt Schildkröte? Sie ist nicht verletzt. Sie liegt trotzdem noch im Bett. Okay. Aber sieht doch eigentlich schon so aus, als wäre sie verletzt. Stärkere Schmerzen. Körper? Infektion schwer? Sie ist nicht verletzt?
Vielleicht können wir sie mal besuchen. Sobald die Schildkröte aufgeräumt ist. Vielleicht bringt das was. Das ist jetzt, glaube ich, schon die zweite Infektion, die sie hat. Das ist natürlich auch risikoreich. Ich glaube, sie besucht ihn sowieso. Hoffen wir mal, dass das was hilft. Okay. Man sieht immer nicht so recht, ob die jetzt verletzt sind oder nicht. Kann auch sein, dass es einfach zerrissene Kleidung ist. Das sieht ganz ähnlich aus. Okay, Wolfgang kocht. Das Nahrungsproblem haben wir jetzt, glaube ich, im Griff. Wir haben zwar immer wenig Nahrung, aber wenn wir was brauchen, dann gehen wir einfach jagen und dann passt das. Zum Beispiel können wir hier den Waschbären wieder jagen. Und die wehren sich, glaube ich, auch nicht, diese Yaks oder was das ist. Die kann man auch ganz gut jagen. Okay. Und ich habe die Räume nochmal ein bisschen umgebaut hier. Das Bett können wir direkt umstellen, denke ich. Qualität gut, das behalten wir auf jeden Fall. Das heißt, wir reißen das nicht ab, sondern wir deinstallieren das und stellen das einfach eins weiter unten wieder hin. Neu installieren, genau, das wollen wir. Da unten. Und dann brauchen wir nochmal Boden. Böden. Holzboden. Den legen wir hier unten auch noch rein. Und dann ist einfach der Gang hier oben ein bisschen größer. Und hier werde ich wahrscheinlich noch eine zweite Solaranlage drunter bauen. Die steht dann hier so ein bisschen über. Das heißt, wir brauchen da einen breiten Durchgang, damit man da noch durchkommt. Und die Gefängnisräume müssen ja nicht ganz so groß sein. Machen wir das mal so. Genau, und lassen wir die zwei noch frei. Und machen den Durchgang da. Holztür. Fertig. Das ist dann unser erster Gefängnisraum. Damit wir einen haben, wenn wir ihn brauchen. Sonst ist es nämlich zu spät. So, die treffen sich auch gegenseitig. Also wenn hier jemand durch die Schusslinie läuft, dann ist das super gefährlich. Man sollte die auch bei Kämpfen nicht hintereinander stellen. Das geht ganz schlecht aus manchmal. Okay, Wolfgang hat ein bisschen geputzt. Ist schon wieder sauberer geworden. Sehr gut. So, Seva ist auch unterwegs. Dann machen wir das mal so, dass wir sie jetzt putzen lassen. Den Wolfgang nicht mehr. Und ich weiß noch gar nicht, was wir sie jetzt eigentlich machen lassen. Was kann sie denn besonders gut? Künstler natürlich. Da ist sie sogar unsere zweitbeste. Und langsam wendet sich alles zum Besseren. Seva hatte einen Nervenzusammenbruch, hat hier ihre Hose abgeworfen. Die läuft immer noch ohne Hose rum scheinbar. Können wir uns hier ins Inventar schauen. Sie hat nur noch ein T-Shirt an scheinbar. Und sie hätte gerne Kleidung, aber ihre Hose hat sie trotzdem weggeworfen. Okay. Ansonsten habe ich hier nochmal einen Raum daneben gebaut, wieder in Holz. Auch ein großer Schlafraum. Da werden wir dann Seva drin unterbringen. Die macht hier echt Probleme. Der geht's immer noch ziemlich mies. Die hat immer noch Schmerzen, Vergnügungsmangel. Nackt ist sie auch. Das ist selber schuld dran. Pessimist, das bleibt sowieso dauerhaft krank. Eigentlich sollte sie nicht mehr krank sein. Das ist wohl noch Nachwirkungen hier. Beleidigt hat sie auch immer noch, fühlt sich nicht gut, hat auf dem Boden geschlafen, haben wir auch kein Bett stehen. Und die Kleidung natürlich. Ansonsten, Nahrung haben wir jetzt einiges, 12 Stück immerhin. Und das ist auch schon fast fertig, der Schlafraum. Wolfgang geht's ziemlich gut, Annemarie ist sowieso ziemlich problemlos, Helga auch. Wunderbar, besser kann die Stimmung gar nicht sein. Keine Ahnung, warum die im Moment so gut ist. So wünsche ich mir das eigentlich immer. Und dann hoffe ich, dass Annemarie jetzt am nächsten Tag mal langsam hier die ganzen Sachen fertigstellt. Da gibt es echt viel zu tun. Lass mal wieder schnell laufen. Und wir haben immer hier permanent das Risiko eines Nervenzusammenbruchs bei der Seva. Und wir können dann natürlich bald auch mal Kleidung herstellen. Das Problem ist, wir haben hier nur einen Arbeiter, nämlich die Annemarie. Und die schafft das gar nicht alles, was ich hier immer auftragen möchte. Hier möchte ich nämlich auch noch einen Raum hinbauen, und zwar den wieder aus Stahl. Damit wir hier keinen Feuerübersprung haben irgendwo, falls wir doch mal ein Feuer haben sollten. Ich mache hier wieder einen richtig großen Raum. So. Mit Stahltüren. Und das wird dann der Arbeitsraum. Da stelle ich dann die ganzen Arbeitstische und so weiter rein. Ich würde auch ganz gerne hier oben noch so einen Vergnügungsraum hinbauen. Aber das muss jetzt erstmal warten. Ich habe hier immerhin diesen Hufeisenstab stehen. Also wenn irgendwer sich da vergnügen will, zum Beispiel die Seva, dann soll die das mal tun.
Kann man denen das sagen? Nee, die machen das von selbst. Entfernt Geröll. Also die sollte ich jetzt alles sauber machen, so ein bisschen. Ich habe sie auf Priorität 1 gesetzt, Reiniger. Und sie ist Aufseher, da ist sie wirklich gut. Das ist schon mal cool, wir haben jetzt zwei richtig gute Aufseher. Ich weiß gar nicht, wer da besser ist. Aufseher. Annemarie. 3. Wieso habe ich sie denn auf 1 gesetzt, wenn sie das überhaupt nicht kann? Wahrscheinlich, weil sie die Einzige war, die das konnte damals. Dann setzen wir sie einfach wieder auf 3. Das macht jetzt die Seva von jetzt an. Die kann eigentlich nicht so wirklich viel. Außer Aufseher. Und Künstler ist sie ziemlich gut. Brauchen wir jetzt im Moment nicht so wirklich. Wenn wir dann die entsprechenden Arbeitstische stehen haben, dann bringt uns das auch wieder ein bisschen was. So. Das sieht schon mal ganz gut aus eigentlich. Da fehlt noch ein Stück Mauer. Und zwar Holz. Und dann müsste mal irgendwelche diese Hose wieder wegtragen. Die wird sie sich dann wahrscheinlich gleich holen. Die wird ihr vielleicht fehlen, wer weiß. Und die Helga hat sie jetzt. Die Seva holt sich die Hose dann bestimmt aus dem Lager. Und wir wollten hier noch genau Möbel, eine Fackel mit reinstellen, damit sie auch was sehen in dem Raum. Wo brauchen wir denn noch eine Fackel? Gut, hier haben wir jetzt eine stehen, das sollte erstmal reichen. Und vielleicht stellen wir hier mal so einen Stuhl mit rein. Sieht ganz nett aus. Sessel können wir, denke ich, noch nicht bauen, weil uns Stoff fehlt. Die Baumwolle ist jetzt bei 93%. Ich denke, wenn die fertig ist, dann haben wir Stoff. Dann können wir uns zum Beispiel um Sessel kümmern. Das ist ganz cool. Dann können wir zum Beispiel so Stoffkisten für die Tiere bauen und solche Sachen oder eben Sessel. So. Dann sollten wir jetzt wieder genug Betten haben. Wir haben 4 Betten plus 2 Krankenbetten. Das ist super cool. Auch wenn das hier eigentlich ein Gefängnisraum ist. Das müssen wir dann noch ändern. Aber im Moment nutze ich das einfach mal als ganz normalen Raum. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Dann schläft derjenige, der da schläft, zumindest in einem eigenen Raum. Das ist auch schon mal wieder ganz gut. Das mögen die lieber als zusammen mit anderen schlafen. In einem großen Raum, das mögen die gar nicht. So, Helga schläft da zum Beispiel. Können wir mal nachschauen. Geteiltes Schlafzimmer, minus 5. Aber ihre Stimmung ist immer so gut, das macht überhaupt nichts aus. Seva ist jetzt auch sehr gut gelaunt. Das ist gut. Ist hungrig, okay. Wir haben aber genug Nahrung eigentlich. Jede Menge. Die wird dann schon essen. Silar schläft draußen. Weiß nicht, warum der nicht in seiner Box schläft. Die ist sogar gute Qualität. Da könnte er natürlich drin schlafen, wenn er das wollte. Vielleicht liegt es am Boden. Wir haben immer noch die Granitböden hier nicht fertiggestellt. Ich denke, da holen wir noch mal ein bisschen Granit. Befehlen. Abreißen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon wieder die Ressourcen ausgegangen sind. Blöcke. Die ganzen Zeichen hier sind gewöhnungsbedürftig. Das hat alles so eigene Zeichen, aber ich glaube, wir haben keine Blöcke mehr hier. Stahl. Sieht jetzt nicht so aus. Hier unten haben wir ja nur Brocken, da dürften keine Blöcke dabei liegen. Brocken, Brocken. Okay. Da brauchen wir also noch weitere Ressourcen. Für den Granitboden, der ist wirklich teuer. Ich hoffe, das lohnt sich. Das dauert jetzt schon ziemlich lange. Wir haben den immer noch nicht liegen. Und die Baumwolle ist endlich fertig. Wir haben jetzt das erste bisschen Stoff. Das hier ist Stoff. Das wird dann wohl hier oben gelagert, genau. Super cool. Jetzt können wir uns dann überlegen, ob wir vielleicht irgendwo einen Sessel hinstellen und ähnliches. Die sind hier schon wieder alle fleißig am Bauen. Ich glaube, wir stellen denen mal noch einen Stuhl hin. Das sind schon ziemlich viele inzwischen. Stellen wir noch 2 Stühle hier an den Esstisch, damit auch wirklich alle sitzen können, wenn sie essen. Das ist denen auch super wichtig. Und der Boden ist immer noch nicht fertig. Psychisches Brummen, das ist uncool. Okay. Starker Schmerz hämmert im Kopf deiner weiblichen Kolonisten. Entfernte Maschine des Hasses. Okay. Können wir nichts machen. Müssen wir jetzt einfach abwarten. Da ist einfach ein bisschen verschlechterte Stimmung bei den weiblichen Bewohnern.
Und Seva putzt hier ganz fleißig. Wir haben jetzt die ersten beiden Schlafräume fast fertig. Da fehlt uns noch ein bisschen Marmor. Marmor soll es hier aber irgendwo geben. Stahl. Irgendwo haben wir doch Marmor gesehen. Das ist zum Beispiel Marmor. Können wir uns direkt holen. So. Dann sollten wir wieder ein bisschen haben. Und ich habe hier mal so ein Kühlaggregat mit reingestellt, weil diese Batterien ganz gerne überhitzen, wenn man nicht aufpasst. Und wenn die Batterie hier hochgeht, dann ist wieder alles kaputt. Das wollen wir nicht. Da müssen wir auch die Batterie neu bauen, haben erstmal keinen Strom und ähnliches. Das wäre super uncool. Deswegen stellen wir das jetzt mal auf 18 Grad. Ich denke, das ist vollkommen ausreichend. Stromverbrauch hoch. Na gut, können wir jetzt nicht ändern. Ist halt so. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das jetzt genau auswirkt. Da steht immer Leistung benötigt 200 Watt. Verbunden, gespeichert. Irgendwie ist das immer so das Gleiche bei allen. Egal, was man da einstellt. Hier haben wir minus 3, braucht 200 Watt. Hier haben wir 18 Grad, braucht auch 200 Watt. Ich weiß nicht, ob sich das doch irgendwie auswirkt, wenn nur nicht gescheit angezeigt wird oder was. Keine Ahnung. Vielleicht finden wir das irgendwann noch raus. Auf jeden Fall sind die Batterien jetzt gekühlt. Da sollte also nichts passieren, auch wenn wir hier irgendwelche Hitzewellen oder so haben. Das kommt auch vor. Und wir haben richtig viel zu essen hier. Kartoffeln, Mais, alles, was das Herz begehrt. Buffalo-Fleisch. Und nichts davon verdirbt, weil alles tiefgekühlt ist. Also richtig cool. Und Wolfgang hat richtig viel zu tun, das alles zu ernten. Ist alles gleichzeitig fertig geworden. Wir haben gleichzeitig angepflanzt, dann wird es wohl auch gleichzeitig fertig. Mal sehen, wie Wolfgang hier mit dem Skill ist. Die leveln ja langsam ab. Also hoch. Wir sind jetzt Level 6. Mit Level 5 haben wir angefangen und er macht die ganze Zeit hier Erntearbeiten, deswegen geht er da immer weiter hoch. 7000 ist die nächste Stufe. Wir brauchen Stufe 8, denke ich, damit wir hier diese Heilpflanzen anbauen können. Hier ist es. Genau, Stufe 8. Das wird noch ein Weilchen dauern. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wir können jetzt auch gucken bei den weiblichen Bewohnern. Ja, psychisches Brummen, Mittel, minus 15. Super heftig. Und Helga ist schon wieder so ein bisschen am Nervenzusammenbruch. Ich weiß nicht warum, eigentlich geht's jetzt ziemlich gut. Gestörter Schlaf. Vielleicht brauchen wir für sie dringend auch mal ein Zimmer. Weiß nicht, ob sie da irgendwie besonders empfindlich ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier diesen Crafting-Raum noch fertig. Da werde ich jetzt mal die ersten Crafting-Sachen, also Produktionssachen reinstellen. Ich denke, der Arbeitsplatz ist so das allererste, was man braucht. Den können wir da mal irgendwo mit reinstellen, zum Beispiel einfach hier direkt. Und Bildhauertisch ist ganz cool. Schneidertisch ist ziemlich wichtig. Und ich glaube, wenn wir so eine Nähmaschine da hinstellen, Nähmaschine aus Holz vielleicht, die ist elektrisch. Die macht, glaube ich, genau das Gleiche, nur viel schneller. Tisch mit elektrischer Nähmaschine zum Herstellen von Kleidungsstücken. Und manuelle Herstellung arbeitet 40% der Geschwindigkeit der Nähmaschine, der elektrischen. Und die elektrische arbeitet aber ohne Strom auch mit 40%. Das heißt, am besten direkt die hinstellen, wenn wir die Ressourcen haben. Und wir haben sie. Also machen wir das. Und dann brauchen wir natürlich einen Labortisch. Oh, der ist groß. Gut, stellen wir den vielleicht mal. Wollen wir den hier hinstellen? Ja, stellen wir den dahin. Wir haben ja genug Platz hier drin. Und was brauchen wir noch? Nährstoffspender. Ist auch ganz witzig, aber ich denke, diese Nährstoffpaste mögen sie nicht so gerne. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weiter ganz normal hier Essen kochen. Das scheint die beste Option zu sein. Okay, dann haben wir, denke ich, alles Wichtige erstmal stehen. Annemarie verlegt hier den Boden. Danach kümmern sie sich dann um das Zeug. Wir können hier schon Aufgaben verteilen. Der ist vielleicht schon fertig, der Arbeitstisch. Sieht so aus. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Und okay, wir können Joint drehen. Wir können Stammeskleidung, Taschenmesser, Knüppel und ähnliches herstellen. Stellen wir mal eine Stammeskleidung her. Wegen zerrissene Kleidung hier, dann kann sich die Seva die holen. Das ist ganz cool. Mal sehen, wer das macht. Schneider. Annemarie ist ein guter Schneider. Ja. Also bei Herstellungssachen sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass das nur die machen, die auch wirklich gut da drin sind. Ansonsten kommt halt Mist raus. Das wollen wir nicht.
Und wir sehen hier zum Beispiel, Annemarie ist einfach super gut in Konstruktion, deswegen haben wir hier nur gute Stühle, Qualität gut. Qualität normal, ja, war ja klar jetzt, Vorführeffekt. Überlegen sogar, hatte ich glaube ich noch nie vorher. Stuhl gut. Und jetzt haben wir hier Qualität exzellent, ist wahrscheinlich noch besser, ich weiß es nicht. Normal. Also die normalen Sachen können wir dann zum Beispiel abreißen und dann früher oder später ersetzen durch hier überlegende Qualität, das ist natürlich viel besser. Jetzt haben wir hier Qualität normal, nur schlecht. Okay, ich glaube, das reißen wir mal ab. Da stellen wir ein neues Bett einfach rein. So, Annemarie holt wieder Ressourcen. Wenig Medizin können wir jetzt nichts machen. Das ist eigentlich unser größter Schwachpunkt, denke ich, dass wir hier das Medizinfeld nicht bestellen können. Und Medizin ist ultra wichtig. Ich hoffe, dass uns das nicht irgendwann hier mehrere Kolonisten kostet. Wir haben im Moment immer so ein bisschen was, weil die Gegner, die Angreifer, was mitgebracht haben. Das haben wir uns dann erobert. Aber das wird nicht ewig halten. Also da müssen wir dringend was anbauen. Vor allem, wenn wir dann mehrere, wenn wir hier noch mehr Leute haben, dann brauchen wir Unmengen an Medizin. Medizin ist fast so wichtig wie Essen. So, Annemarie hat das Bett abgerissen. Dann stellen wir direkt ein neues rein. Möbel. Bett. Das wird dann hoffentlich besser als das letzte. Was haben wir denn hier für Qualität? Gut. Schlecht. Normal. Dann reißen wir das auch direkt ab. Stellen auch ein gescheites Bett rein. Das ist halt einfach wichtig und kostet nicht allzu viel. Das sind Holzbetten. Die kann man einfach schnell mal neu hinstellen. Das macht überhaupt nichts. Das ist ja cool. Seva spielt hier wirklich Hufeisen werfen. Super lustig. Die braucht das scheinbar. Bedürfnis. Gemütlich, niedrige Erwartung. Vergnügen geht ganz gut hoch. Wunderbar. Die hat dann Heiden Spaß beim Hufeisen werfen. Sau cool. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall noch Strom runterlegen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt aber kein großer Aufwand. Da legen wir einfach hier schon Stromkabel durch. Ich denke, wir gehen hier einfach mal so runter. Bis dahin soll es schon komplett reichen. Und ja, Annemarie ist schon wieder beschäftigt. Die kommt einfach nicht nach mit dem ganzen Bauen. Wir können hier jetzt endlich ein Research-Projekt ausschreiben. Wie funktioniert das nochmal? Hier irgendwo Forschung, genau. Und da können wir uns jetzt was aussuchen. Ich denke, wir machen als erstes mal hier den Schmelzofen. Ich vermute, dass das ganz gut sein könnte. Strom haben wir ja inzwischen. Und dann müssten wir hier diese ganzen Stahlschlackenbrocken, wo sind die denn eigentlich, schmelzen können. Da haben wir zum Beispiel sowas. Ich weiß nicht, ob wir das so jetzt schmelzen können. Ich glaube fast nicht. Mit diesem Schmelzofen sollte es dann auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Okay. Kabel werden gebaut. Betten werden gebaut, das wird abgerissen und dann sind wir schon wieder ein ganzes Stück weiter. Wir haben wieder ein paar Räume stehen. Alle sind gesund, das ist schon mal super cool. Nicht so einfach. Hier eine Aufgabe haben wir, glaube ich, schon ausgewiesen. Haben wir noch nicht. Genau, wir haben hier eine Aufgabe. Produziere x-mal, einmal Stammeskleidung. Was können wir hier machen? Aufgaben, Aufgabe hinzufügen. Nähe eine Hose, Mütze, T-Shirt, Staubmantel, Parka. Wollen wir dann Staubmantel herstellen oder eine Jacke? Ich weiß es nicht. Was ist denn da am besten im Kampf? Wenn ich das wüsste. Wir können mal eine Stammeskleidung nähen. Die war, glaube ich, letztes Mal ziemlich gut. Kommt wohl auch darauf an, wie gut die Leute hier sind mit dem Craften. Untätig, okay. Was machen wir denn da? Wir jagen mal das Eichhörnchen, auch wenn wir es nicht brauchen. Und untätig heißt, wir können hier mal so ein paar Sachen wegtransportieren. Das ist auch nie verkehrt. Das freut die, wenn wir hier so ein bisschen aufräumen. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal wieder Schluss. Diesmal hat alles ganz gut funktioniert. Wir wurden noch nicht angegriffen. Also keine große Kunst. Wir haben jetzt ein paar Projekte am Laufen hier. Kleidungsmäßig, das ist schon mal gut. Wir haben angefangen zu forschen. Das ist auch cool. Und als nächstes brauchen wir wahrscheinlich dann mal Räume für alle. Und diese Gefängnisräume müssen wir dann mal räumen.
damit da auch wirklich die Gefangenen reinkommen. Ansonsten läuft schon ziemlich gut. Außer Seva sind die jetzt alle ziemlich gut dabei, gut gelaunt und zufrieden. Das gefällt mir. Ich denke, wir machen einen guten Job für den Anfang. Ich hoffe, dass dieses psychische Brummen jetzt dann bald aufhört. Das wäre auch eine ganz gute Erleichterung. Da wird es Seva bestimmt auch gleich wieder besser gehen. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.